also anders aus. Ich will immer nur die blöde Waffe wechseln, ey. Oh, oh lol. Moin, ihr anderen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde Outriders. Ich will mal Destiny sagen, weil ich so viel Destiny mache. Aber nein, Outriders sind wir mal wieder. Ich weiß, war jetzt eine Weile her, dass das letzte Mal Outriders kam. Seid mir nicht böse. Ist ja nur so ein, ich sag mal, ein Nebenprojekt, ne? Also, ich konzentriere mich eher auf Destiny anstatt auf Outriders. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier auch mal ein bisschen weiter vorankommen und vielleicht auch mal ein bisschen weiter hier in die Materie einsteigen, weil Outriders hat da doch schon sehr viel Potenzial. Also ich möchte da in Zukunft halt auch mehr lernen. Wir waren stehen geblieben. Wir wollten das medizinische Labor erreichen. Ach, ich erinnere mich. Wir wollten nach weiteren Outriders suchen. Wir haben nämlich diesen Arzt gefunden. Beziehungsweise gerettet. Und der hat uns davon erzählt, dass es womöglich noch mehr Outriders gibt. Hier in Kälteschlafkapseln. Genau, überlebende Outriders in der First City. Muss hier irgendwo sein. Hier Hauptstraße. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Oh ne, hier können wir uns nicht hin teleportieren. Wo sind jetzt hier am günstigsten hier, ne? So, füllen wir unsere Munition auf und dann geht's los. Warum ist 30 Jahre lang sonst keiner drauf gekommen, die Outriders aufzuwecken? Tja, nachdem was im Wald mit dir passiert ist, sie wollten ein Heilmittel entwickeln, aber daraus wurde nichts. Wenn es keine Heilung gibt, woher wusstest du, dass ich das Aufwecken überlebe? Das, ich wusste es nicht. Tut mir leid, ich wollte nur den Ablink finden. Oh, verstehe. Prioritäten. Ah, hier müssen wir runter. Alles klar, waren hier nicht noch Kisten? Guck mal, da ist noch eine Kiste. Das ist doch, hier waren wir nämlich schon mal. Oh, guck mal. Oh, ui. Nehmen wir mit. Guck mal, vielleicht ist sie sogar besser. Muss ich jetzt mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Dieses Hin und Her hier. Nee. Ah ja. 506. Ach hey, was ist das? Ein Scharfschützen? Automatisches Scharfschützengewehr. Sturmgewehr, doppelläufige Waffe. Ich glaube, ich tausche die mal aus. Oh, hier haben wir auch neue Sachen. Ich nehme auf jeden Fall alles mit mehr Rüstung. Wir brauchen unbedingt mehr Rüstung. Ist jetzt vielleicht erstmal nicht mehr so wichtig, was wir da für Perks drauf haben. Das kommt vielleicht später. Man kann die Ausrüstung noch anpassen. Aber erstmal Rüstung, 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 dass wir mehr aushalten. Ich kack immer bei den stärkeren Gegnern ab. Das kotzt mich an. Gerne Tipps in die Kommentare. Oh, ja, Notiz. Ein Tagebuch. Noch eine Notiz. Alles klar, erreicht die B2-Lager auf der anderen Seite des Flusses. Ja, super, ich wollte Waffe wechseln. Das sind doch. Sind das nicht die Kälteschlafkapseln? Hier scheinen auf jeden Fall gerade keine drin zu sein. Okay, hier komme ich nicht durch. Ausgang zur Hauptstraße. Ne, machen wir mal. Kommen wir da nicht her? Ne, oder doch? Ah doch, jetzt müssen wir. Hier ist ein Transferbefehl. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Unten die Kälteschlafkapseln waren leer, beziehungsweise wurden wegtransportiert. Wir waren da drin, haben das gesehen. Jetzt, deswegen müssen wir wieder raus. Alles klar. Okay, gucken wir mal. Hier lang. Okay. Die Wegpunkte sind ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite der Brücke sein, links von dir. Wie komme ich dorthin? Folge der Stadtmauer. Das kommst du automatisch zur Anlage. Okay. Hier waren wir auch schon mal. Ich weiß nicht, ich wollte das eigentlich noch freischalten. Ich wusste nicht, ob ich das schon habe. Ach da. Hoch müssen wir. Okay. Aha.
Moorland betreten. Alles klar, wir kommen in ein neues Gebiet. Ja, yeah, okay, wir rennen schon mal los. Hier kommen noch hundertprozentig wieder. Ach man, schon wieder. Ich quere das Moorland. Ja, das machen wir. Was sind das für Viecher, ey? Aua. Oh oh. So. Oh. Nein, ich wollte. Ah! So, jetzt. Sorry, Leute, ich muss einmal kurz wieder reinkommen, aber dann wird das schon. So. Na, auf Boom, ja. So, da kommen neue Gegner. Ach ey, was ist das denn? Ah nein. Uah. Nein. Rennen das mal weg. Oh, Alter. Ja, beruhig dich. Komm. Und tot. Der hat mich ja die ganze Zeit angegriffen. Von der Seite, ey. Blöd, Mann. Das sind ja komische Viecher hier. Ja. Boah, ich denke mal, die sind tot, wenn das so komisch explodiert, ey. Wieder die falsche Taste. Oh. Hä? Warum hat's den nicht erwischt? Na. Ist noch der einzige, ne? Okay. Ja, beruhig dich. Ich habe zwar keine Heilung, hoffentlich. So, alles klar. Ich quere das Moorland abgeschlossen, genau. Weil wir ja auch genau durchgelaufen sind. Wir stehen ja am Anfang vom Gebiet. Schon gucken, ob hier irgendwo Kisten stehen. Jawohl. Haben wir eine. Immer schön alles mitnehmen. So, räumen wir den Weg frei. So. Naja, das war wahrscheinlich nur so ein Zwischending jetzt hier. Kommen wir schon gleich. Eisen? Oh ja. Sah so anders aus. Oh ja. Ich will immer nur die blöde Waffe wechseln, ey.
Oh, lol. Hat die mich erschreckt, ey. Das nochmal Eisen. Ah, da geht's raus, deswegen gehen wir da schon mal nicht lang. Okay, gehen wir doch, weil das war ja nur ein Kreis. Ah ja, das sieht schon nach Endgebiet aus, glaube ich. In der Nebenmission jedenfalls. Eigentlich kann man es sogar auf der Karte sehen, oder? Das Endgebiet ist. Ja, in etwa, hier hinten irgendwo, ne? Sonst müssen wir durchkämpfen, aber da wird jetzt gleich ein Boss kommen. Na, wo ist er? Boah, Alter, alles daneben geballert. Okay. Komm noch gleich noch was, ey. So. Da kommt ein größerer. Na. Der ist weg, perfekt. Oh ne, da ist noch einer. So. Ciao. Hat er. Was war das? Leder. Oh, Leder. Okay, da geht's weiter. Hier gibt's doch bestimmt noch eine Kiste. Ja, vielleicht auch nicht. Aber eine Notiz. Die dürfen sie nicht entgehen lassen. Was haben wir denn hier? Tritt das Kältelabor. Da ist doch jetzt bestimmt ein böser Outrider drin, den wir besiegen müssen. Bin drin. Ich suche jetzt nach den Kapseln. Gucken uns erstmal um. Okay, viel zu sehen gibt es ja nicht. Ist recht dunkel hier. Die Kälteschlafkapsel untersuchen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Skarstedt gefunden. Wie meinst du das? Ist er am Leben? Nein. Dank der ECA ist er jetzt ein Terrarium. Ach komm schon. Skarstedt? Verdammt. Wir haben zusammen in Bagdad und Caracas gekämpft. Er gab niemals auf. Hätte den Dienst auf seinen zwei Beinen beenden sollen. Das hätten sie alle. Okay. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Okay, wir müssen rausfinden, was passiert ist. Okay, wir sollen rausfinden, was passiert ist. Einsammeln. Ja, und jetzt? Sahidi, die ECA hat Experimente an uns durchgeführt. Hast du das gewusst? Nein, wirklich nicht, aber... Die Outriders waren als Erste von einer fremden Mikrobe befallen. Es war legitim, euch zu untersuchen, um andere zu retten. Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Was für eine Scheiße. Okay, wir müssen zu Sahidi zurück. Ich traue dir immer noch nicht. Hä? Das war's schon? Wo war der Boss? Was hast du rausgefunden?
Es hat sonst niemand geschafft. Tut mir leid, Outrider. Aber dass es einige geschafft haben, dass eure Kälteschlafkapseln all die Jahre weitergelaufen sind, wie durch ein Wunder. Du bist ein Glückspilz. Ja, das werden wir sehen. Oh, was nehmen wir denn? Magiekraft, geliehene Zeit. Erstmal die Schuhe hier, würde ich sagen. Aber solange du am Leben bist, leben auch die Outriders weiter. Denk dran. Alles klar. Ja, okay, wir haben es leider nicht rausgefunden, ob jetzt noch Outriders überlebt haben. Beziehungsweise wir haben keine gefunden, so rum meinte ich. Keine Outriders gefunden. Damit hätten wir jetzt auch das Gebiet, glaube ich, so gut wie abgeschlossen. Hier gibt es eigentlich nicht wirklich mehr noch was zu tun. Wir haben alles gefunden und kann das Gebiet eigentlich verlassen. Machen wir mit Jakob, ne? In der nächsten Folge. Wie schön, dass Bess wieder fährt. Dafür, dass sie von den Toten auferstanden ist, macht sie sich gut. Ist das hier Bess? Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.